Nein, 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 nein. Ja! Nein! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen auf Dust 1! Voila! Heute gibt es folgendes Schmankerl für euch. Und zwar, das ist das erste Gun Game Matchmaking, das ihr hier auf dem Kanal sehen werdet. Und auch ein kleiner Test, um eben zu sehen, wie gut es bei euch ankommt. Ob es überhaupt bei euch ankommt. Holy shit! Also, es geht mir heute um folgendes. In diesem Gun Game Matchmaking, in dieser Pistol Hero Serie, wie ich sie hier nenne, ich weiß, Random Rambo hat sie unter anderem auch so genannt. Ja, 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 ja. Aber es passt halt einfach so gut. Die MP-Reihe wird dann MP-Hero genannt und so weiter und so fort. Da spiele ich nur mit einer bestimmten Pistole. Und zwar fange ich hier mit der USPS an. Das ist die einzige Waffe, mit der ich spielen darf. Und ich versuche jetzt hiermit natürlich mein Bestes und gewinne ganz klar. Oh, fuck. Ich habe ihm noch einen Header gegeben. One low HP. Natürlich werde ich kaufen, wie ihr jetzt hier auch seht. Damit ich, wenn ich tot bin, eine Waffe für die Mates liegen lasse und so weiter und so fort. Aber ich werde nur die USPS spielen. Ihr habt in einem anderen Video darüber abstimmen sollen, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ob ihr es blöd findet oder wie auch immer. Und diesen Test habe ich aber angesagt, dass ich ihn auf jeden Fall machen werde. Also dieses Testvideo. Damit ihr auch seht, wie es eben in der Ausführung so aussieht. So, da ist einer unten im Pit. Ich gehe hin. Ah, okay, er ist schon tot. Fuck. Die Kollegen quengeln hier direkt rum und sagen, es hätte jemand einen Triggerbot. Wir spielen immerhin nach wie vor No Prime. Und um das auch noch kurz angesprochen zu haben, ich bin hier wie immer oder nach wie vor auf meinem zweiten Account. Ich will ihn hochranken auf Level 21, damit ich endlich geprimed bin. Also auch hier. Damit unsere Fear Games halt nicht so eklig in den Arsch laufen können. Ich glaube, dass es Komplikationen geben kann mit Mitspielern, wenn man halt sowas macht, wie ich es jetzt hier mache. Deswegen werde ich auch jede Waffe nur in einem Matchmaking spielen. Ich habe kein Ziel. Ich will mit der Waffe nicht irgendwie auf Global kommen. Ich will mit der Waffe nicht unbedingt ein Matchmaking gewinnen, sondern ich spiele pro Matchmaking eine andere Waffe durchgehend, um auf die besseren oder auch größeren Waffen zu kommen. Jawohl, einer down. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Fuck. Ich habe ihm 3 Damage gegeben. Ich bin wirklich der Meisterschütze, ne? Einige haben es nicht gewünscht und deswegen will ich das einfach angehen. Außer ihr sagt jetzt nach diesem Video, nein, das ist total abgefuckt, dude. Das ist eine Schweinerei hoch 10, macht das nicht. Mich interessiert es einfach, wie ich mit den Waffen so klarkomme, was ich damit so machen kann und ob ich damit überhaupt was machen kann. Die Glock kommt dann im nächsten Spiel. Da kommt einfach ein Orb von irgendwo. Ich mach doch nur Pistol, du AWPler, hallo. Ja, die Mitspieler müssen sich natürlich dran halten und auch nur Pistol. Mal gucken, ob damit was geht. Ich habe jetzt wie viel Kills? Ich habe schon 3 Kills gemacht, hey. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der Schlechteste. Wobei die Kills jetzt auch nicht zwingend schwer waren, die ich da gemacht habe. Ich habe ewig nicht auf Dust 1 gespielt, das ist so geil. One ist Tunnels. Ah, nein! Oh, und ich darf auch noch voll rein. Oh, shitty. Ich dachte, jetzt kommt einer raus. Hey! Green! Es ist einfach wieder was ganz Neues, mit Nervenkitzel verbundene Herausforderung, diese Matches nur mit einer Waffe zu spielen. Ja! Bomb down. Just wait. We got the bomb. Ah. Das Einzige ist schon irgendwie geil, da kommen echt Erinnerungen hoch. Wir haben uns damals einen Counter-Strike-Server holen wollen und waren komplett unerfahren. Das war ganz, ganz zu Anfang von allem, von meiner gesamten Counter-Strike-Karriere. Und wir haben uns einen CS-Server geholt und wir wussten nichts. Wir wussten gar nichts, wir wussten auch nicht, wie man die Map changed. Und wir haben deshalb einfach gesagt, das ist jetzt unser Only Dust 1 Server, weil es ja auch Only Dust 1 Server gab, also so ist es nicht, diese Server gab es bereits, die liefen auch gut und auch Only Dust 2 Server, Only so und so Server. Und dadurch ist dann echt unsere Clan Map Dust 1 geworden. Oh, in front of, hey. Ja! Jawohl! Nur wegen diesem Fakt war das eins unsere Clan-Map. Fuck, Mann, ich hab das alles vergessen. Da hinten heißt ein Spot Scout, ne? Oder? Oder Sniper? Einfach nur Sniper. Oh, scheiße. Gott, der letzte. Der letzte ist ultra low HP. Ich muss ihn nur treffen. Bombe ist nicht mehr hier. Na, oh, fuck. In dem Moment kommt er angeschlappt. Ich hab nicht auf die Zeit geachtet, ich Dummkopf. Nein! Ich hätte einfach auf Zeit spielen können. Habe ich es eben richtig gesehen? Waren die Zahlen oben schon rot? Bin ich dumm? Ich mach gerade Only Pistol und bin einfach Zweiter. What the fuck? Wisst ihr, ich will direkt so gut wie möglich den Mates im Gedächtnis sein, damit sie mich nicht haten gleich. Oh! Falls sie... Oh nein, scheiße! Und ist low HP? Pit. Ich bin die ganze Zeit low on cash. Ich könnte mir gar nichts kaufen. Es ist so ultra nice. Es ist so ultra nice. Es ist voll spannend. Bis jetzt vermisse ich keine andere Waffe. Aber dass ich den da auf Ramp gerade eben nicht gekillt habe, ist traurig. Was habe ich ihm gegeben? 91 in 3. Tunnels at least 2. Ach, scheiße. Nein. Wie dumm. We're wasting time. Let's go. 4-5 steht's. Ich bin in der Mitte mit 7 Kills gar nicht mal so schlecht. Ich kann also ganz gut mithalten mit denen, die auch ganz normal kaufen können. Nein, 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 nein.
Ja! Nein! So fucking knapp. Ich hätte ihn einfach klatschen sollen. Der Kerl ist so unglaublich schlecht. Ich hätte ihm direkt einen Header gegeben. Ich fühle mich mit der USPS gerade unzerstörbar irgendwie. Diese Serie, die es dann vielleicht geben wird, ich glaube, die könnte meinen Skill bei den einzelnen Waffen echt ein bisschen erhöhen noch. Thanos One. Shit. Gott, warum bin ich jedes Mal der Letzte? Leute, bitte. Haltet euch mal ein bisschen zurück mit der Sterberei. Es kann doch nicht sein, dass ich mit Only Pistol hier das Feld anführe. In wenigen Momenten. Die USPS hat sehr wenig Munition. Muss ich wirklich zugeben, das ist hart. Das ist hart. Ah! Alter, ich gehe für ein Mädchen. Ich meine natürlich... Ah! Fuck. Ja! Bomb down, Thanos. Nein, shit. Okay, okay. Nice, nice, nice. Komm. Oh, nice try. Shit, aber Leute, wie ich on fire bin mit dem USPS. Ich spiele nie wieder was anderes, ey. Ich hab... Okay, okay, ihr habt recht. Ich spiele ja auch mit meinem zweiten Account. Der ist ja nur auf Gold Nova 3. Okay, das muss man so sagen, auf jeden Fall. Das will ich jetzt nicht irgendwie doubten. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, spiele ich mittelprickelig. Mittelpickelig. Ich werde gleich so gebumst. Oh my god. Oh my god. Two Tunnels. Nein, er kommt! Er kommt echt durch meinen Molly durch. Und ist er ne? Spot. Und wisst ihr... Oh, da habe ich noch einen Assist eingefahren. Sehr schön. Das hat mich direkt wieder auf Platz 1 gebracht. Und wisst ihr, was ich nach diesem Match mache? Dann mache ich mir richtig geil Burger. Es verlässt uns irgendwo in so einem Laden Burger-Wochen oder so. Und meine Freundin hat da für mich voll zugeschlagen. Ich habe 4 fette Burger-Patties. So richtig geile Qualität. Hardcore. Dann Brötchen. Extra Käse. 2 verschiedene Käsesorten. Cheddar und noch irgendwas. Und den Rest muss ich mir halt auch selbst schneiden. Also Salat, Zwiebeln, Gurken und eine Tomatenscheibe oder so. Boom. Ich freue mich da schon so extrem drauf, die Teile zu machen. So, ich weiß nicht, wie ich es in der ersten Runde handhaben soll. Das habe ich mich jetzt schon gefragt. Ich kann jetzt ja theoretisch keine Kills machen, weil ich die USP nicht habe. Ich muss die ja erst irgendwie aufheben. Ich denke, es ist nicht schlimm, wenn ich in der ersten Runde dann das Gegenstück zu der Waffe benutze, die ich spielen möchte. Also eben die Glock und in anderen Fällen halt einfach immer das Gegenstück zu der Waffe. Alter! Nein! Scheiße. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Also ich wüsste nicht, wie ich es anders angehen soll. Ich will jetzt nicht untätig sein und warten, bis mir was in die Hand fällt. Also ich muss dann schon mit dem Gegenstück spielen, das ich in dem Team spielen kann. Also hier in dem Fall die Glock. Außer ihr könnt mir eine andere Möglichkeit nennen, wie ich besser an eine USPS rankomme oder was ich da eben besser machen könnte. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich blöd, wenn ich jetzt gar nicht an eine USPS rankommen würde. On right side. Oh, scheiße. Shit. Aber immerhin noch einen Kill gemacht. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Es sind ja zum Glück nicht alle Waffen so, dass es sie nur bei dem einen Team gibt. Aber bei manchen ist es halt leider so. Trotzdem bekommt die Glock nochmal ihr eigenes Video. Der sieht den nicht. Oh mein Gott, der wird durchgefusen. Junge, sein Bein! Hopp, das war wirklich scheiße von ihm, oder? So, braucht jemand irgendwas? Der dreht sich im Kreis, der Bangert. Das kann ich nicht nachvollziehen. Man hat sein Knie gesehen. Man hat gesehen, er diffused jetzt komplett durch. Warum also dieses Rumgepimmel? Scheiße. Oh Gott, wir werden jetzt eingerissen, ne? Die Gegner haben 2 Bots? Nein, 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 nein. Mann, was habe ich denen gegeben? 28, 24 und 11. Fucking sick, wirklich, fucking sick. Ich komme irgendwie nur sehr schwer an die USPS ran. Scheiße. Die haben 2 Bots, wir können das eigentlich gar nicht verlieren, aber wir verlieren es. Aber bitte sag das nicht, dass es an mir liegt. Ich finde wirklich, dass ich sehr gut gespielt habe mit der USPS. Ich glaube, ich habe noch nie so gut mit der USPS gespielt wie heute. Er lackt mich einfach so eklig weg. So, und da ist das Spiel auch schon vorbei. Wie gesagt, es kann nie im Leben an mir gelegen haben, dass wir das jetzt verloren haben. Wir haben wegen mir maximal eine Runde verloren. Die anderen 4, die wir gewonnen haben, wegen mir. Ja, okay, ich will jetzt nicht so hochstapeln. Ich bin jetzt, wie vorhin schon erwähnt, sehr gespannt, was ihr zu dieser Pistol Hero Gun Game Matchmaking Geschichte meint. Ich werde das genauso ausführen, wie es jetzt hier ausgeführt ist. Und ich werde das genauso schneiden, wie es jetzt hier geschnitten ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, die Trockenheit der Augen.